Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Fiesta Online. Ich bin's, der Black. Ja, und wir hatten noch, ich glaube, ein paar große Matschmenschen. Oder die Matschmenschen könnten sein, dass wir die fertig hatten. Aber wir hatten auf jeden Fall noch ein paar lebende Statuen zu zermatschen. Und das werden wir jetzt auch tun. Ja, ist wieder eine Kurzaufnahme. Also wieder nur eine einzige. Nee, Matschmenschen hatten auch noch zwei. Also nur eine einzige sozusagen Folge. Ich werde heute versuchen... Gestern habe ich es nämlich nicht geklappt, wie ich es eigentlich fast gedacht habe. Werde ich heute versuchen, ein bisschen länger aufzunehmen, ob es klappt oder nicht. Naja, man weiß es ja nie. Ich hätte gern das Doppelschwert mitgenommen, ne? Ist klar. Deswegen renne ich hier ein bisschen im Kreis. Die Stiefel sind nicht so wild. Aber das Doppelschwert, mal gucken, ob wir das noch irgendwo unterkriegen. Wenn ja, nehme ich es mit. Wenn nicht, ja, dann nicht. So, also noch einmal. Matschmenschen. Matschmenschen, Matschmenschen, Doppelschwert, Doppelschwert, haben wir irgendwo was? Unterdrücktes Herz, roter Schattenlizenz, die wollte ich ja nicht behalten, die wollte ich ja drauf knallen. Die Haube, hauen wir stattdessen die Haube raus, wie gesagt, die bringt beim NPC weniger. Sollte, zumindest. So, 50, das ist gar nicht mal schlecht. Max aus, ja, das ist gut, aber, naja, ist halt nur, ja, green, ne? Wird mir keiner abkaufen, denke ich mal. Schade. Naja, jedenfalls, wie gesagt, ich habe gestern versucht, dann aber noch Fallout aufzunehmen. Und ich meine versucht, denn ich habe zwar Fallout gespielt, aber ich habe es nicht aufgenommen, weil ich Vollhonk einfach nicht auf den Aufnahmebutton geklickt habe. Ich bin ein Trottel, wie er im Buche steht, habe eine Stunde lang aufgenommen, 3, 4, 5 Folgen. Und dann gucke ich darüber und sehe da, naja. Also mache ich das heute nochmal. Ich habe dann, ich habe dann direkt gedacht, ich sterbe gleich mal. Das war knapp. Man sollte halt nicht durch Fernkämpfer durchrennen. Nicht die günstigste Idee. So, ich habe dann halt einfach mal gedacht, ja, okay, machst, tust, was du tust, willst, und kannst, was du kannst. Geisterfrüchte kann ich auch nicht mehr sammeln, das ist scheiße. Ich will Geisterfrüchte. Ah, das ist doof hier, ich habe viel zu viel Zeugs. So, muss man ja mal sagen, ne? Ist irgendwas, was ich an CS habe, was ich vielleicht aktivieren könnte, was man nicht so unbedingt notwendig findet? Hier, Boosterkarte, natürlich. Prinzipiell Verschwendung. Eine Jägerlizi ist auch Verschwendung. Was haben wir hier? Schriftrolle Uruga. Warte mal, vielleicht kann ich ja sortieren und kommt ein bisschen was besser. Gucken wir mal. Ja, siehst du. Geisterfrüchte nehme ich auf jeden Fall mit. Wie gesagt, die brauche ich für die Tränke, von denen ich gerade wieder ein paar verwurstelt habe. Und da ist es durchaus hilfreich, ein paar davon mitzuhaben. So, hopp. Cleopatra schreibt, hallo YouTube. Hallo Cleopatra, ich kann jetzt gerade nicht zurückschreiben, ich bin hier ein bisschen in Stress und so. Und ja, das wird schon, schon wieder ein Schwert. Hellas Schwert des Donners, dann kannst du jetzt vergessen, dass ich jetzt wegen dem Ding nochmal umkehre. Ich kehre aber wegen der Geisterfrucht um. Weil wie gesagt, ich habe jetzt eh keinen Platz mehr, Arsch geleckt. So. Und flupp und flapp. Da ist noch eine Geisterfrucht. So. Oder dieselbe und ich habe sie nicht eingesammelt. Gut, jetzt habe ich auch Zeit. Uhu, Cleo, hehe, so, okay. Man sollte ja immer antworten, Freundlichkeit ist immer nett. Was im Sinne der Sache liegt. Freundlichkeit ist ja nett, ne? Nettigkeit ist ja Freundlichkeit. Und wenn Unfreundlichkeit nett wäre, dann wäre ja das eigentlich unnett, ne? Nett, wahr? So, Hellas Schwert des Donners. Bleib liegen, brauch dich nicht. Antikes Siegel, dafür könnte ich schon mal umkehren, da ist wieder eine Geisterfrucht. Aber weißt du was, ich... Die eh gleich wieder hier hoch. Bis dahin ist das Ding nicht despawned. Da passt das schon. Ich muss übrigens mal gucken. Ich glaube, ich bin sogar so schon fertig. Ja, die lebenden Statuen fallen auch schon ohne Dingens um. Das heißt, ich nehme jetzt das Zeug von oben noch mit. Und Arsch geleckt. Dann können wir hier raus. Das werde ich auch direkt quasi per Port machen. Und dann passt das. Wie geht's mir, schreibt sie. Wie geht's mir, fragt sie. Ja, die Frage ist eine gute. Ich weiß es selber nicht. Ich hoffe, es geht mir gut. Aber ja, Antwort gerade gegeben. Mist. Ich hasse diesen Husten. Ich krieg den einfach nicht weg. Verdammt nochmal. Ich weiß auch nicht, was. Windsturm, Unvergänglichkeitsklinge. Hier klingt hier aber ganz schön nach irgendwelchem Zeugs. Ja, jetzt rennen wir erstmal nach Albastol, würde ich mal sagen. In die Ruinen. Und werden da erstmal ein bisschen was abgeben. Vielleicht noch Skills kaufen. Wäre auch nicht schlecht. Tränke brauchen wir sowieso. Und dann passt das. Naja. Bis auf den Husten und die Erkältung, von der ich glaube, dass die immer noch irgendwie nachwirkt. So weit, so gut. So.
Oh, die Leipziger, eine Leipzigerin. Juhu, ich wohne ja in der Nähe, ich bin ja auch ein Sachse. Wisst ihr ja, ich bin ja auch so ein böser Sachse, wie es so immer schön heißt hier von wegen, ja, hier, die sind alles Nazis. Ist doch gar nicht wahr. Gar nicht wahr. Wir sagen nur, was wir meinen. Klar, es gibt auch viele Nazis, das möchte ich auch betonen. Es gibt auch viele, oder zumindest Neonazis. Nazis gibt es nicht mehr, die sind ausgestorben, hoffentlich. Aber es gibt auch viele Neonazis, immer noch in Sachsen, selbstverständlich. Die gibt es aber auch in anderen Ländern. Klar, dass die in Sachsen vielleicht ein bisschen auffälliger sind oder deutlicher ausgeprägt, das liegt halt auch daran, weil wir Sachsen immer meckern, wenn wir meckern. Also, wir sagen immer unsere Meinung, ist halt so. Punkt. So, Hella, Schwert des Windes, kann verkauft werden. Das Ding raus. Sakrale Keule kann auch raus. Tanz des Wolfs natürlich. Schattenbogen der Sonne. Okay. Das Ding kann raus. 137. Guck mal an. Das kann raus. 141. Doppelschwert der Sonne. Also ist schon eine gute Idee, die Dinger hier einfach mitzunehmen. So, hier auch. Ja, raus. Melas Kappe im Vergleich nur 60. Und das ist quasi die, die mir Dingens gegeben hat. Die liebe Elika. Dingens, sage ich. Sorry. Was haben wir hier? Klingen, klingen, klingen. Es klingt, als würde es so klingen, wie es klingt. So, irgendwo gibt es doch sicher noch Herz des schwarzen Schattens. Nein, irgendwo ist doch sicher noch ein Stack von irgendwelchen Unsinn, die ich verkaufen kann. Oder habe ich alles rausgehauen? Hier sieht man schon, ein Stack kostet 15. Das heißt, es lohnt sich in jedem Fall, sagen wir mal, einen kompletten Stack rauszuholen. Anders als ich es gestern gesagt habe, entschuldigt bitte, war eine Fehlinformation. Es lohnt sich auf jeden Fall, einen kompletten Stack rauszuwursten, weil ein Stack nur 15 Silber bringt. Das ist auf jeden Fall, also auf jeden Fall jetzt alles, was an Waffen kommt, sammeln. Rüstungsteile nicht so wichtig, Waffen sind's. Okay, weiß ich Bescheid. So, was wollte ich hier? Ich wollte mal gucken, ob ich ein bisschen was auslagern kann von den Dingens, aber ja, kein Kommentar. Nun gut, ich werde mal hier aufs Reittier gehen, dann gehe ich mal drüben. Erst einmal, Tränke habe ich nachgefüllt, Steine meine ich, ja, okay. Dann gehe ich erstmal hier rüber und werde hier drüben mal gucken, ob es eine neue Dingens gibt, neue Skills. Weil, wie gesagt, das haben wir ja noch nicht gemacht, als ich auf 104 geswitcht bin. 100er Scharfschützen, 105er. 104 Giftpfeilen, ja, ich nehme nochmal mit, auch wenn es ein Fehlkauf sein könnte, weil wie gesagt, theoretisch ist es so, dass wenn das Rebalance irgendwann mal kommt, der Giftpfeil nicht mehr für mich zuständig ist, dann habe ich die AOEs und die Einzelgifties, die dann aber dafür stärker sind als die normalen, die kriegt dann der andere. So, die Fähigkeit habe ich bereits erworben, Dämonenpfeil ist klar, ich will ja hier gucken. 105, okay. 106. Training Bogenschießen. Kriege ich, glaube ich, sowieso nicht mehr. Das steht zwar hier da, aber ich habe ja keinen Bogen mehr, insofern wird das wahrscheinlich, ja, ich werde es wahrscheinlich 1000 Mal gekauft haben schon. 105, Scharfschütze oder höher, okay. Wahl der Natur. Das ist übrigens der Skill, hier reduziert den Mana-Verbrauch. Das ist der Skill, mit dem die Waldläufer nicht so wirklich zufrieden sind, der ja auch beim Rebalance ein bisschen geändert werden soll, so dass ich da quasi ein bisschen mehr, mehr Gas kriege. Und zwar beim Laufen nochmal extra Gas. Also sprich, dass ich beim Laufen nochmal ein bisschen, nochmal ein bisschen schwerer zu treffen bin, als wenn ich dumm in der Gegend rumstehe. Coole Mechanik, gefällt mir eigentlich ganz gut. Ich meine, klar, dass einige nicht zufrieden sind. Ich habe ja auch ein paar Kommentare unter dem Facebook-Post gelesen, dass einige da nicht zufrieden sind. Ich kann es verstehen. Aber letzten Endes, man muss es so sehen, was sich nicht verändert, das stirbt. Und das ist halt das Problem. Du musst immer was ändern, auch wenn es manchem nicht gefällt und auch wenn es vielen nicht gefällt. Die Leute gewöhnen sich dran. Das war auch bei Iron war das, glaube ich, mal so, wo einer wo Dü rumgeheult hat, ja, das ist jetzt alles so anders, ich muss mich voll umgewöhnen. Und auch bei LOL hat er immer, ja, das ist alles so anders. Also Dü meckert ja immer, wisst ihr ja. Aber ja, ist auch Sachse, ne? Meckernde Sachsen. Sind wir wieder beim Thema. Aber wie gesagt, da hat er halt auch gejammert und genubbelt und genörgelt. Und es ist aber wirklich so, letzten Endes, was sich nicht verändert, stirbt. Und wenn du immer dasselbe hast, dann ist ja auch egal. Letzten Endes, die Motivation ist doch jetzt viel höher zu sagen, ja okay, wenn der Tank einen Sinn hat, dann kann ich auch noch einen Tank hochspielen. Oder wenn der Clary auch mal alleine leveln kann, zumindest der eine Clary, der dann quasi nicht mehr so als Heiler missbraucht wird oder missbraucht werden kann, ja, dann kann ich doch da auch den hochspielen. Der Scharfschütze kommt auch zurecht, mit Sicherheit, auch wenn der, sagen wir mal, von den AOEs ein bisschen was verliert. Aber der hat ja immer noch den Grundschaden, der hat immer noch seine Dings und der hat ja immer noch die Grund-AOEs, die sind ja nicht weg. Der kann immer noch Schaden machen, der ist zwar nicht mehr so hoch, wie der Mage draufhaut bei den AOEs, oder der Mage, sag ich, der Husten, nee,
Der ist nicht so hoch wie der Schaden, den hier halt so ein Waldläufer wie ich macht. In den AOEs, aber dafür in den One-Shots und den Einzelhits deutlich besser. So, Rhino-Lords. Einmal 45 und einmal 10. Gut. Weiß gar nicht, was das für eine 10er-Quest ist. Aber ich nehme sie gerne mit. So. Flip, flip, flip. Lord Rhinos Horn. Ich glaube, da muss ich auch gleich mal mitsammeln. 30 Stück. Ich nehme sie gleich mit. Wie gesagt, man kann ja nie wissen, wann und wo ich die brauche und wie ich die abgebe. Und wenn ich dann in der nächsten, oder im nächsten Level, genauer gesagt, dann schon alles durchgesammelt habe, ja, dann ist es auch nicht so schlimm. Da gibt es Schlimmeres im Leben. Arg viel Schlimmeres. Und im Notfall habe ich mir überlegt, könnte man es auch so machen, ja, wenn ich wirklich keine Quests abgeben könnte oder sowas in der Art, kann ich die Quests auch aufheben. Bis kurz vor Level Up von Level 105 und lass quasi die letzte Schneckenquest weg, die ja dann vergleichsweise weniger bringt. Und mach halt quasi die, ja, dann die Quests abgeben und so. Dann kann ich. Ach nee, geht ne auch nicht. Geht auch nicht. Stimmt ja, dann muss ich ja trotzdem. Haha, okay. Hat sich erledigt. Hat sich erledigt. Schnellschuss im Gedanken. Passiert. So. Rhinos Horn haben wir 17 von 30. Lord Rhinos haben wir schon 60 von 200. Und die 10er Quest ist sowieso schon durch. Keine Ahnung, was das für eine Quest war und was wir da noch brauchen. Weil ich glaube nicht, dass 10 Rhinos allein irgendwie eine Quest bilden. Es sei denn, es ist wieder eine WDH. Wäre ja interessant, dass man hier noch eine Rhino-WDH hat, von der man nichts weiß. Flup. Ich meine, wenn das so wäre, könnte man natürlich sagen, ja, okay, mache ich die Rhino-WDH noch mit. So, zumindest solange ich hier rumstehe. Weil dann brauche ich nicht so viele Schnecken. Wäre ja auch was, aber ich glaube nicht, dass das eine WDH ist. Das wäre... wer weiß. Oder gibt es da eine WDH? Ich weiß, bin mir gar nicht sicher. Ich guck gleich mal nach, wisst ihr was? Ich guck gleich mal nach, die Hörnchen haben wir, wir haben das. Und dann gucke ich mal, was wir jetzt so abgeschlossen haben, ob da irgendwo eine WDH dabei ist. Also, Teamleiter, Statuen, Steinbogen, schwarze Schatten, Pooches, Zauberbuch, hier, lebende Statuen, Gier 1, Herz eines schwarzen Schatten, okay. Gut, ach, das war die tägliche Quest, warum habe ich die tägliche Quest angenommen, ich Horst? Na gut. Living Statues, Schraube eines Schmatschmenschen, rote Klinge, auf jeden Fall so läuft es schon mal ganz gut. Hier unten, vor allem, wir haben einiges fertig, sieht man gerade, ne? Stängel, unterdrücktes Herz können wir abgeben. Jetzt arbeite ich gerade hier an der Rhinoceros Lord und dann können wir auch so langsam mal anfangen hier abzugeben. Weil Matschmenschen, ach, Äpfel brauche ich noch ein paar, nur gut, das kriegen wir hin. Weil Matschmenschen hier ist ja nun wirklich die letzte Quest im Prinzip, die wir brauchen, um die anderen Quests anzunehmen, denke ich. Wenn nicht, maximal noch ein oder zwei. Und dann passt das. Aber wir haben wieder ein bisschen was geschafft. Und wir haben wieder ein paar Quests gewonnen. Und wir haben uns wieder ein paar Folgen. Auch wenn ich natürlich, ich weiß, dass ich deutlich schneller wäre, wenn ich sagen würde, jo, Junge, mach doch Schnecken. Ich weiß, dann wäre ich wahrscheinlich jetzt schon ja, Level oder 50% mindestens. Aber, ja, nee, muss ja nicht sein. Ich hab dich ja nicht vor, schnell durchzurushen. Ich will nicht möglichst schnell irgendwo nach oben kommen, nur um dann oben dumm in der Gegend rumzustehen. Nein, ich will auch ein bisschen Spaß dabei haben. Und ja, wir müssen auch irgendwann mal gucken, dass wir nicht nur Schnecken machen. Ich denke, ab 105 werde ich auf jeden Fall gucken, dass ich mal, was weiß ich, anstatt nur die Quests abzugeben. Oh, Juliana hat den Titel Quest-Profi sich verdient. Na, herzlichen Glückwunsch. Anstatt nur Quests zu machen und so weiter und so fort, oder eben auf 106. Anstatt nur die neuen WDHs zu machen, werde ich es wahrscheinlich so machen, dass ich da wirklich mal gucke, dass ich irgendwo ein bisschen Farming betreibe und irgendwie ja, Zeugs loswerde, verkaufe, kaufe etc. pp. Weil ich muss echt mal wirklich sagen, ich habe keine Kohle. Wenn ich mir jetzt irgendwas kaufen will, dann wird's doof. Ich brauche neue Klamotten. Meine Klamotten halten nicht mehr. Ja, die sind irgendwann ausgelaufen. Am besten wäre es natürlich, selbst was zu finden. Das wäre mir immer das Liebste. Wird immer das Liebste sein. Und war schon immer das Liebste und überhaupt, ne? Liebheit und so ist was Tolles. So, die Hälfte der Rhinos haben wir übrigens fertig. Aber wie gesagt, letzten Endes, es wird wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass ich mir was kaufen muss. Es sei denn, wie gesagt, ich wiederhole es gerne nochmal. Ihr habt irgendwas, was ihr leihen könnt oder verleihen könnt. Ich will es nicht geschenkt haben. Ich kann auch gerne irgendwas als Pfand dann dafür geben oder sowas. Idealerweise dann die alte Rüstung oder sowas, weil die gerade brauche ich nicht. Aber, naja, weißt schon, ne? Zumal möglicherweise sogar ein höherer Pfand ist, weil die alte Rüstung ja teilweise gelevelt ist. Und wenn ich hier halt ein höheres Teil kriege, was ein bisschen stärker ist, aber ungelevelt, naja, dann würde ich das auch nehmen. So,
Ich hoffe nur, dass ich es dann wieder zurückkriege. Weil, wie gesagt, geliehen ist geliehen. Will ja kein Minusgeschäft machen, da habe ich schon zu wenig. Haha. So. Aber ich denke mal, den Rest der Rhinos, den können wir dann in der nächsten Folge hauen. Da hoffe ich mal, ich hoffe, das habe ich heute noch irgendwie, dass ich wirklich noch eine zweite Aufnahme hinkriege. Hoffe ich, bitte, bitte, bitte. Wäre nicht schlecht. Ja, und wenn wir das dann haben, dann können wir auch mal abgeben gehen. Vielleicht machen wir auch noch die, ihr wisst schon, die Halloween-Quest. Da ist ja auch noch was übrig. Und ja, ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Bis denn. Tschüss.